Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TechVary. Für mich ist es eine neue Aufnahmesession und wir sind ja hier stehen geblieben bei der Flucht. Und bitte raus aus der Ansicht. Und habe mich ja noch über das Klavier hier gefreut. Schauen wir uns das mal an hier. Nein, wir spielen da nicht drauf. Wir sollten, glaube ich, keinen Lärm machen. Okay, was haben wir hier noch? Ein Buch? Oh na, wir schauen uns das hier an. Gibt es hier echt Bären? Okay, aber Stichwort Hinweise. Ich meinte, wir wollten das ja nochmal kurz angucken. Verkohlter Sheriffstern. Da bis haben wir noch nicht so viel Infos. Alte Foto vom Camp. C. Hackett und T. Hackett, Chris und Travis, das sind Bilder, ja, das wissen wir. Polizeiwagenschlüssel. Laura hat den Polizeiwagen bei ihrer Flucht gestohlen und im See versenkt. Sie muss den Schlüssel bei Max auf der Insel gelassen haben. Okay, dann wäre das also schon mal gelüftet. Da haben wir noch keine Infos, da auch nicht. Beweismaterial. Unterlassungsanordnung, ein Brief für die Antwortlichen, der Bizarre oder Banal Podcast auffordert, die Nachforschungen im Hacketts Curry einzustellen. Und Case Brief. Okay, gehen wir mal nach oben. Okay, ich glaube, wir gehen mal hier erstmal geradeaus rein. Überhaupt nicht gruselig. Hä? $5.000 für was? Okay. Ah, hier mal noch was. Wo sieht das aus wie so ein Stammbaum? Ah, ist so eine große Familie. Ich glaube, das Haus an. Das Haus an sich wäre eigentlich echt schön, wenn es renoviert wäre. Stichwort Tarotkarten, muss ich nochmal kurz nachgucken. Wir hatten ja der Mond. Warte mal, was sind die letzten? Der Herrscher. Regeln, die es zu brechen gilt. Der Tod. In jeder Form. Der Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Weg für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Also jemand stirbt vermutlich. Die Sonne, das Versprechen des neuen Tages, es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du alleine den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen zu sehen. Ja, es geht mein Bestes, nicht drauf zu gehen. Oh oh. Wie geht's, Schätzchen? Big Damn wieder? Ab jetzt spielen wir nicht mehr, Kleine. Trau dich, Motherfucker! Oh, fuck. Ich sag dir was, mein Silber reicht nicht, um dich zu töten. Aber dafür kann ich dich leiden lassen. Oh, fuck. Und jetzt macht die trotz einer Schusswunde.
angreifen. Oh, es stimmt ja, sie hat ja jetzt die Badass-Kräfte, ne? What the fuck? Möchtest du die Waffe vielleicht mitnehmen? Oh oh. Ah ja, gut. Er ist ja erschossen worden. Also es sollte eigentlich halbwegs safe sein. Mach jetzt nicht das Falsche, bitte. Halt! Ich glaube, er weiß selber nicht genau, was er tun soll. Das wird jetzt alles andere als angenehm, das verspreche ich dir. Schneller. Fuck, woher soll ich wissen, wann es denn mehr safe ist? Sei Dank. Alter, du brauchst einen Verband oder irgendein Tuch. Oh. Das hat jetzt sehr viel gebracht. Komm schon, Mann. Das ist mein Messer. Nein, bitte, bitte. Niemand nimmt mein Messer. Du spinnst doch! Du tropfst ja wie ein Saftkarton. Ja, bitte, du kannst mir doch helfen. Nein, Mann, du verblutest. Ich kann dich höchstens früher von deinem Elend erlösen. Gnadentod. Oh, Gott sei Dank. Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Wow, wow, langsam, langsam. Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, eigentlich nichts Besonderes. Ah. Oh, Ryan. Oh, wie schlimm ist es?
Klingt jetzt blöd, aber ein Biss könnte tatsächlich helfen. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Nicht deine Schuld. Ich hätte nicht kommen müssen. Ich hätte es verhindern sollen. Du bist doch nicht mein Boss. Sorry. Ist okay. Also wird jetzt effektiv sterben, weil wir auch die Karte für tot gekriegt haben? Sterbe ich jetzt? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warte. Vielleicht, vielleicht ja doch. Ah, jetzt was? Kommt sie auf die Idee. Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Ja. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Aber jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, Chris wäre der im Käfig gewesen. Oder verbluten. Wer war denn das dann? In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Tun wir's oder nicht? Annehmen wir, ich glaube, sonst verreckt er. Tu es. Okay. Oh. Weich und saftig für dich. Das muss so weh tun. Oh, what the fuck? Gleich wirst du dich besser fühlen. Bald, glaube ich. Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Interessant, was, wie sich die Story da so wendet. 2:24. Langsam läuft die Zeit davon. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir... Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar.
Okay. Mal schauen, ob wir hier Ersatzteile finden. Wie ich schon sagte, das war eine echt blöde Idee mit der Sabotage. Andererseits, so global gesehen, hätten es vermutlich halt nie aufgehört damit. Mit der Werbefamilie. Ich will aber immer noch den Kontext wissen, wie es überhaupt geschadet hat und was das Ganze mit dem Wanderzirkus zu tun hat. Ja, das ist nur eine Lichtreflexion da hinten. Okay, da kann man reingehen. Wir gehen natürlich erstmal nicht da rein. Wir schauen uns noch um. Boah, diese Lichter. Wäre das mein Schrottplatz, dann würde ich diese Lichter austauschen. Ich würde mich da so oft erschrecken, wenn die Dinge angehen. Ja, da ist doch was. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Klappe, komm jetzt, geh mir. Aber ich wollte mich da noch ein bisschen umsehen. Ich will da nochmal kurz raufgehen. Jetzt Gott, das ist Blut hier. Na, siehst du, da gibt es einen Hinweis. Moon. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Sonst noch was hier. Ja, da liegt noch was. Was sei die Body Damage? Gibt es oft die Buch? Ah. Tee. Mhm. Der Polizist. Und die ist das Auto. Die Bücher gefälscht. Komisch. Ja, das Auto, was er hat verschwinden lassen sollen. Sollte man vielleicht nicht einfach so rumliegen lassen. Okay. Ich glaube, hier unten wird jetzt nichts mehr sein, oder? Sieht ziemlich empty aus. Nö. Gut, gehen wir weiter. Jetzt geht's erstmal nach links. Oh. Da ist Benzin auf dem Boden. Das ist nicht so geil. Oh, Schalter. Sorry, das war gruselig. Sag ich ja. Das sind scheiß Lichter. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das... Ist das, was dich stört? Ja. Ja, ist beides schlimm. Nichts Sinnvolles bis jetzt. Das ist der Bus von anderen Zeiten. Kann ich jetzt nochmal reinschauen, ob man irgendwie... Nee, keine Karte. Hätte ja sein können. Gut, gut. Das sieht so aus. Oh, Moment, ich muss kurz niesen. Entschuldigung.
Was ich sagen wollte, das sieht so aus, als würde hier was passieren. Da geht's wieder runter. Yes! Sehr gut. Gehen wir hier mal runter. XXL Schrottpresse. Die sind cool. Ah, da war was. Bei dem Wanderzirkus? Was ist das? Harem Scarem. Siehst du das, Caitlin? Was macht denn das hier? Nee, da sind wir schon gewesen, da müssen wir nicht nochmal nach oben. Gehen wir mal auf die Schrottpresse. Oder auch da. Nicht. Dürfen wir jetzt Kran fahren? Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh. Jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ja, Schutz wäre nicht schlecht. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Na komm, was ist das so schlimm? Kranfahren ist doch super. Der wird da jetzt vermutlich ultra laut sein, oder? Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler! Okay. Dann mal los jetzt. Ja, geht doch. Muss nur noch irgendwie runterlassen. Geh vielleicht das im Weg. Großartig! Ja. Ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Irgendwas passiert hier gleich, oder? Oh ja. Oh. Caitlin war. Oh, was für eine Scheiße. Fallen lassen?
für den... Oh, no! Oh, immerhin Reifen. Lass ihn fallen. Komm schon, du rostiges Biest! Komm, mach jetzt! Alter! Aber der ist jetzt nicht tot. Der heilt sich wieder. Ich glaube, das lassen wir jetzt mal mit dem Kran fahren. Okay. Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Immerhin. Immerhin hat er noch Ruhe. So, das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Und das Ersatzteil? Kann man ja trotzdem nur nachschauen, oder nicht? Oder auch nicht, ja gut. Ja, war jetzt eine coole Szene, muss ich schon sagen. Hat mir gut gefallen. Aber es war halt so klar, dass was passiert. Melde dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Ich hab bloß darauf gewartet, dass es hier unten jetzt Action gibt. Hallo? Ist da jemand? Oh, darf wieder Hinweise? Kratzspuren. Ich hoffe, sie geht jetzt aber nicht raus, wenn ich jetzt hier das mache. Ich hoffe, das hält. Naja. Ich glaube, wenn er voll abgeht, dann hält es. Noch eins. Wisst ihr was, das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Wir haben jetzt hier mindestens zwei. Das war das... Gericht. Ein Urteil wird gesprochen, das verspricht uns diese Karte, richtig? Doch vielleicht ist es auch viel simpler gedacht. Vielleicht kann Urteilsvermögen einen schnell getroffenen Entschluss vor der Abrechnung beim jüngsten Gericht bewahren. Okay. Mein Baby, siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen, es ist da draußen, ganz allein, unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken sie, brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen. Als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Kleine Silas, ein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesen Weg folgen. Hast du verstanden? Ich habe dir doch die ganze Zeit geholfen. Hä? Sie brechen damit einen Fluch, den sie selbst hat aufbeschworen. Aber... Ist das nicht eine gute Sache, den Fluch zu brechen? Und sie, die Hexe,
Ah, jetzt glaube ich, macht's langsam Sinn. Okay. Also der Silas, der Sohn von der Hexe oder von der Darstellerin da, war halt ein Werwolf. Und der muss dann vermutlich einen von die Hackheads gebissen haben. Und als Rache haben sie dann vermutlich hier diesen Wanderzirkus da niedergefackelt. Und jetzt leben sie halt mit dem Fluch. Und okay, dann ist also nicht Chris derjenige, den wir töten sollten, sondern eigentlich Silas. Dann ist er der Erste. Quasi. Macht das Sinn? Ha. Okay. Ja, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Aber das ist jetzt schon mal eine ganz gute Note hier. Bis denn dann. Tschüss.